darf ich nicht das unterstehen. Ich muss ein bisschen zu sehr schwingen, ob meinen Herrn nicht vorwärts ging. Denn diese Schicht etwas her, eine streng geheime Staatsaffäre, die er sehr schnell verletzen muss, denn sonst gibt's einen Verdruss mit unserem Staat. Als Grenzschweiz, mit dessen andererseits, die Frage bringt den Reiz, das hat mir schon der Attaché, und der hat's vom Premier, und den zwar wissen Sie, jetzt hat mir wer. Wo steckt mein Herr? Er hat mir ja noch extra gesagt, wenn der halt nach mir fragt, dir sag ich, sagt er ganz allein, wer draußen in der Villa sein. Jetzt bring ich ihn nicht wieder raus, und hier steht Karls Haus, und nur vom Grafen keine Spur, wo bin ich ihn denn nur? Jetzt sag mir wer, wo steckt mein Herr? Es wort die Staatsaffäre. Find ich ihn nicht, oh böse Geschichte, dann gibt er mir für mir die Schuld. Die such ihn doch, die such ihn gut, dann such er fahrt die Flügel durch. Ich weiß mir jetzt schon keinen Rat, er schert sich nicht um seinen Staat. Oh, Restmann-Schweiz, ich hab mit dir ein Kreuz. Was ist mit dir?
die durchlöchert mich wie ein Linzauge. Ja. Nein, also, schier ja. Ist nicht. Also, mir gefällt's schon, ich sag's mir sie. So sehr. Gnädige Frau, ihr werdet doch ganz klar. Oh, Frau Schaumwerk. Sie sind auch schon an der Zeit, ja. Ja, sag mal. Kaffee und Kuchen, aber Dali Anna. Gerne, wenn man so höflich gebeten wird. Und Josef zum zweiten Mal, weg mit dem Klumpert. Jawohl. Servus, Partner. Bitte, wie Händel. Ah, der Herr von Kadia, der Karussellkönig, ich grüße ihn. Na, laufen die Pferde dann fleißig und störungsfrei? Wie geschmiert? Ah, geschmiert. So bitte, Handy, ist der Graf da? Na, ich geh am Schulen. Ah, mein, aber sofort, wenn er ihn findet. Verstanden, Josef. Küss die Hand. Danke, Anna. Bitte gerne. Ja, sag mal. Hallo. Danke, Anna. Ja, so eine Trutschen. Du Wahnsinn. Ich wollte dir was erzählen. Setz die Vater. Ich werde heute Abend auch am Fest beim Metternich sein. Ach doch schon. Ja, ich hilf aus im Orchester. Mit meinem bitzigsten Hötzel, mit meinem Klangkarinetter und so. Ich freu mich. Jesus, Vater, das Fest. Du, dieser Tanz. Der bereitet mir wirklich Kopfschmerzen. Ja, was ist denn? Du hast doch die Komtessen einstudiert, oder? Ja. Man freut dich nicht. Ja. Ganz Wien wird deine Tanzschritte bewundern. Ja, weiß nicht. Aber die ewig sudernde Komtesse Esther Hase, die kennst du, ja. Die hat ein Hühneraugen. Okay. Ja. Und jetzt passt sie mir die Schuhe ein. Na klar. Und jetzt muss ich für sie einspringen. Na du wohl. Ja, wir sind alle eine, das muss drüben her bestellt, aber die Probiermanns Handy kommt und kommt nicht daher. Und der Graf, Vater, der kommt auch nicht. Öha. Ja, jedes Mal, wenn ich daherkomme, ist dein feiner Herr Schwiegersohn nicht zugegen? Vater, red nicht immer vom Baldwin als von dein Schwiegersohn. Du weißt ganz genau, dass der schon verheiratet ist. Oh, Anze, lang schau ich mir dieses schlamperte Getue nimmer an. Wenn sich der C dann nicht bald erklärt, dann heben wir uns den Unschuld für einen anderen ab. Vater! Oh, ganz wüst, sag ich wie schon mal meine. Ja, oder glaubt die Traube nicht? Nein. Da darfst du nicht teilen. Seine Exzellenz, oh. Der Herr Graf. Sag doch, ich muss gehen. So, mit der Meinung, jetzt machen wir da auch nicht. Ich würde das Wort mit die Hände. Sie schalten sich mein Haus, so sieht kein Verbrecher aus.
Mr.
sie ihm nicht gefallen. Aber jetzt wieder zurück zum Thema, Josef. Das Probierpüppchen. Naja, so schreiben wir ja, Gnaden hat ein SMS. Ein was? Ein sinnlich-männliches Schreiben. Ein Dichter. Ein Amour wie eine Dude, stellen Sie bei Gelegenheit zu. Bitte, Josef, das geht doch nicht. Stell dir vor, das kommt in die falschen Hände und all meine private Kommunikation gerät an die Öffentlichkeit. Ja und? Das hätte Konsequenzen. Aber doch nicht in Österreich. Der Minister ist imstande, ihn versetzlich zurück nach Graz. Graz! Nein, man darf meine Schrift nicht erkennen. Na, doch, gebiete. Du wirst den Brief schreiben. Okay. Keine Widerrede, ich diktiere, du schreibst. Mir bleibt wahrlich nichts, der Sport. Nun also schreiben und tu nicht schmieren. Ich bitte schön langsam zu diktieren. Oh, come.
Stil! Nein. Ja. Wenn aus einem deutschen Provinzler ein Wiener Hallodri wird, dann wird es ein ordentlicher. Nicht verstanden?
Ja, und Sie sagen ihm dann Ihre Adresse. Sagen jetzt bitte, holst mich da raus. Zugleich! Eins, zwei, zieh! So, Frau Leia, das wird. Wunderbar. Josef, mach was gescheit, ja? Küss die Hand, Gnädige! Küss die Hand, Gnädige! Bumstrapfen. Ich und jemand noch Schand machen. Du Pepper, stell dir vor, heute Abend, ich höre aus als Entree-Tänzerin beim Metternich und dann sehen wir uns in Hitzing. Was schaust du so? Ist dir nicht recht, dass ich aufs Fest gehe? Etwas schon, aber schau, die Blaublütigen. Aber was? Wenn ich so daherkomme, so. Und wenn ich so daher schau? Und wenn ich dann ausruhe mit meinem Palais-Vous, Le Bœuf der Ochs, La Vache die Kuh, Ferbe der Bord, geht, mach dir dazu. Also halt ein bisschen größere Masuri. Aber La Bœuf. Mia, es gefreut ihn auch. Bitte, platzen Sie.
Platz! Sie mögen Platz nehmen. Sie müssen mich patronieren. Aber der Wiener Dialekt ist für mein Wiener fremd. Ich habe übrigens vor einer halben Stunde, exakt vor 30 Minuten, das reißende Töchterchen bereits gesehen. Mit dem Herrn Grafen, also Schniekes Tessöhnchen, der ganze Herr Papa. Den Tiernsau. Wieso? Nein, wenn man bei uns sagt, Herrn's auf, dann meint man, sie sollen weitermachen. Also dieser Wiener, ein ulkiges Böckchen. Also, wo haben Sie meine Tochter gesehen? Gleich am Theater? Nee, im Viehacker. Was? In einem Viehkrocker? Aber nein, im Viehacker, Herr Kagler. Das kann doch gar nicht sein. Meine Tochter war heute überhaupt noch nicht aus dem Haus. Ja, der Spitz, dann war das doch seine Geliebte. Natürlich, Sie haben recht. Ich habe mich geirrt. Komm, Hans, bring mir ein Glas Wein, damit wir nicht verdrücken. Ja. Wo ist er? Prost, ihr Schild! Hip, hip, hurra! Mögen Sie uns zum Heil erreichen! Ruck, schuck, weg ist Schluck! Sag mal, man hört ja so viel von Ihren reizenden, wunderbaren Pferden. Wie viel haben Sie denn so ungefähr? Ja, 6 Ringe, ein Stück, 15. Arsch! Der Futter Stiege am Ringel. 15 Pferde am Ringel. Ach, mit Ringel meinst du wohl Koppel? Aber nein, er meint Gespül, also Ringelgespül. Das muss ich mal rundum dumm vor. Und Radius. Es dreht sich. So. Es dreht. Weg! Geht er nicht immer dazwischen, der geht nach dem Zentrum. Ja, mich sind wir denn überein. Der Herr versteht mich schon. Wir sind am Ringe auf jeden 6 und 15 habe ich. 6 mal 15 sind. 90! 46, ihr versteht mich nicht. Deutsch muss drin mit dir. Wie bitte? Sie mich verstehen, weil ich sprechen Deutsch. Yes! Aber sagen Sie mal, so viele Pferde erfordern doch eine immense Pflege. Na, so war es gar nicht. Alle Tage muss man so einen abwischen mit einem feuchten Hodern. Hodern? Hodern! Jetzt erklärt ihr mir mal, was ein Hodern ist. Ah, jetzt brauchen Sie mich wieder. Hodern. Also gut. Ein Hodern ist ein Hodern. Aber gut. Thank you.
dass der Schweizer Wieser Premierminister für zu Ips ein Kinder macht. Wo schreit's, dreht's, reit's? Wie wird das schwach? Ach, durch lang! Ecke! Hoch erfreut! Ich frag mal, ob sie schönste Zeit! Da her ist Durchlauf, da schon her! Wo euer Durchlauf habt ihr? Sie sind betroffen, verzeih sie, lass ich so offen.
plötzlich wie verwandelt. Ich hoffe, ganz vergebens lief gar nicht herein.
Thank you.
queridos amigas, signore, signori, che è il suo voce, e che è tutto che la casa Maria, ma la mamma, che se scendono la medicante, in nome unseres Gastgebers Fürst Metternich, darf ich Sie in seinem Stadtpalais recht herzlich begrüßen. Meine Herrschaften, ja, ich weiß, und Damenschaften, amüsieren Sie sich, taktieren Sie, paktieren Sie, kommen wir einander näher, verringern wir die Abstände und als Teil der G8 bitte die 3Gs nicht vergessen. Heute Abend wird geplaudert, getrunken und vor allem getanzt. Ja. Die Eliten Europas mögen für Frieden und Ordnung für ihre Völker sorgen. Auf uns! Ja.
Welt, mein Gott, doch so antrieb ich's nicht. Und die Mätressen Schall und Spott sind gleich ein Gericht. Ihr Mann sah man mir's entspannt, welch ein Don Juan, oh!
Prinz Freiherr zu Wadelbeiß. Landadel? Waldviertel. Obwohl, es scheiden sich hier die Geister, womöglich auch Wiener Vorstadt. Du, höchst erfolgreich, der Jungspund hat bereits jetzt Tausende gefollowern. Man erhofft sich große außenpolitische Erfolge hier am Kongress. Aber er ist doch ein Kind. Das glaubst du, mein lieber Graf, und mein lieber Baldi, wir beide sind bald diplomatische Ausschussware. Ja, der Jugend gehört die Zukunft. Was hat er denn da in der Hand? Seine Fluchtroute. Die hat er immer dabei. Und politisch? Ja, politisch? Da ist einer von uns. Ausbau der Lehnsherrschaft, Sicherung des Großgrundbesitzes und selbstredend gegen jegliche demokratische Tendenzen. Stell dir vor, in letzter Zeit gibt es Rufe nach einem Parlament, einer Verfassung, Rechten für das Volk, einer unabhängigen Justiz. Du, wenn wir nicht aufpassen, regiert bald der Pöbel und wir sitzen neben ihnen in der Holzklasse. Das wäre ja noch schöner. Pfui, Teufel! Solche Tendenzen gehören sofort in kein erstickt. Was kommt denn als nächstes? Ein Frauenwahlrecht! Du, Friedi! Ja, weil was ich so fragen wollte, ich hätte eine kleine Bitte betreffend eines Postens für einen Freund. Hier ist vielleicht die Möglichkeit. Gebaldi, was druckst du denn so Bautscher da rum? Gehörst doch zur Familie. Kriegst dir alles, was du willst. Ja, sehr gern. Auf uns, Schatzilein. Bussi, 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 Bussi. Ich kann doch verzeihen, ich muss natürlich. Wohin ist Wegsreiz, das Kind? Schöner Graf. Ja, man hat mich in einen vorübergehenden Komtessenstand erhoben. Ja, eigentlich eine Vorübertanzende. Die hört nämlich aus als Entree-Tänzerin. Ja, jetzt spielt ihr das Probenzimmer nicht. Das ist ja herrlich! Sie wird sicher bemerkt haben, dass ich sie heute salue. Schier aufgefressen haben mit innere Geblicke. Sowas merkt uns eins gleich. Und? Es ist uns wurscht. Oho! Schaut, Herr Graf, auf so Gspusi fliege ich nicht. Ich stehe mehr aufs Solide. Ich bin tugendhaftig. Mein Gott, sie reizend. Baldrinus, carpe momentum. So nimm, mein süßer Schatz, so schnell in diesem Weg. Doch wohnt sich ein Schatz, was keiner es seh. Ich später dich dann fragen, sollst mir die Antwort sagen, die lautet ja und nicht nein, ich bitt dich, komm zu, stell dich ein, o komm! Die Schrift, die kenn ich, die hab ich so gesehen. Na, so wird's lesen, als Nachricht abgeht.
der dumme Stieg hat mich für einen Augenblick in den Zoll hineingelassen. Ich muss meinen Herrn Grafen fassen, ich muss meinen Herrn Grafen finden, ich muss ihm eine Geschichte verkünden, ich muss alles, das ihm sagen, nicht. Hast du ihn denn gesehen? Ich? Nein. So lass mich gehen, muss jetzt schon mein Herrn zu kriegen. Mädchen, es wurde mir ein Vergnügen. Also sag mir nur, du schlägst, wo ich dich nicht nachher sehe. Jetzt was denn? Aber du kannst doch fliehen. Muss mir das schon deutlich sagen. Gepäppert sei doch gescheit, gepäppert sei doch gescheit, sei gescheit. Ich schau weil ihr Tanzer, gib mir dein kleines Platzer, sei denn da trotzdem, bleibst ja noch meine Töchter, Mensch, der Geliebte! Was? Nimm meine
Tochter. Herr, du legst dich nieder und stehst nicht mehr auf. Lass mich so hier. Nee, nee, das kommt mir noch viel schlimmer. Die Dienst ja sogar hier beim Ball. Zeig mir das Krutschel, das Zäsel, das Flitschel, das Wilge. Da der ich mich nicht mehr auf. Der ruft für die Feder, da sagst du dir auch schon wieder Kugelhut. Der Mensch ist nicht zu verstehen. Ha! Was ist? Gucken Sie mal. Das ist er. Die Dings da und wie die guckt. Nee, gucken Sie lieber nicht, denn die guckt gerade. Da wäre so gemein, Meinung. Na, recht haben Sie. Sagen Sie, wenn Sie nicht vom Grafen lässt, lasse ich Sie den Kreis versetzen. Nun überhaupt. Als Vater können Sie ja ruhig mal auf die Wimpern klimpern. Was? Jetzt habe ich endlich mal einen Satz gesagt, den er nicht verstanden hat. Erlauben? Bitte? Jeder wird mit Ihnen zu diskurieren, aber am Soll, bitteschön. Excuse me, my dear lord. I need to talk to this gentleman. Thank you very much. So, bitteschön. Was wünschen Sie von mir? Ich will Ihnen warnen vom Grafen Zedlau. Er ist ein Wetterfall. Kampfmeister Lugner ist ein Anfänger gegen den. Schauen Sie, die sind jung und gestellt, sie finden im Haus und dran eine andere Hut. Wie bitte? Was sagt von dem? Er ist schon mit einer anderen verbandelt. Äußerst verbandelt. Sie sprechen von der Tänzerin. Genau, von der Cagliari. Haben Sie vielleicht einmal gesehen am Theater? Auf Buch! Nein, leider, dieses Vergnügen wird mir bislang verwehrt. Aber sie soll ja ganz fest sein. Ja, sehr. Ganz der Papa. Sie ist eh da am Fest. Was? Hier? Ja, sie ist die Anführerin von den Komtessen. Wenn die nachher tanzen, können sie singen. Also, haben wir uns verstanden. Finger weg vom Zedlau. Fällt mir nicht in Traum ein. Was? Die Celadano. Und nachher versetzen wir ihn nach Graz. Sie meinen wohl Graz? Kreuz schreibt man's, aber Graz spricht man's. Sagen Sie, wie meint ihr eigentlich immer mit Bier? Na, ich und mein Ministerfreund aus Graz. Aha, na dann sagen Sie Ihrem Freund, dem Minister, da wo der Graf ist, bin auch ich. Adieu! Adi! Jö! Die hat rastig gefallen. Nur mein Wunsch, da hat sie geklippert. Ja, war ein Erfolg. Sie fährt mit dem Grafen mit nach Graz. Ach so, das ist eine sture Polo. Und nun, meine sehr verehrten Damenschaften und Herrschaften, zum Höhepunkt des heutigen Abends, dem Tanz der Komtessen. Thank you.
der Handel küssen. Friedi! Ja, was? Lass ab! Mein Jagdrevier! So, ja dann, Weidmanns Heim! Weidmanns Dach! Ja, ja. Nun, mein liebes Kind, hast du mein Briefchen gelesen? Ja. Und? Ich komme. Herr, du bist ein Engel! Baldwin! Befehle! Baldwin, ich muss dich um Vergebung bitten. So? Die Dame in der Villa war nicht deine Geliebte. Nicht? Eine andere ist es, diese Tänzerin da. Wie? Na, die Cagliari, die mit der du gerade eben noch gesprochen hast. Wie du siehst, weiß ich alles. Aber nun hätte ich eine Bitte an dich. Geh, heute ist doch schon die große Remasuri in Hitzing. Und ich war schon so lange nicht mehr in Wien. Gehst du mit mir dahin, ja? Das ist leider gänzlich unmöglich, da ich mit dem Minister durcharbeiten muss, die ganze Nacht. Bedauere, Gabriele. Also schön. Dann lass meinen Wagen vorfahren. Ich gehe nach Haus. Was, jetzt schon? Ja, ich bin unglaublich müde. Na geh, das tut mir aber leid. Sofort. Der geht bestimmt mit der Tänzerin dorthin. Ich werde den Minister fragen, ob die Geschichte wahr ist. Holger Engel, der Wagen ist... Ja, wo ist sie denn? Baldwin. Wir sind gar kein Ende mehr. Ja, mein Engel. Baldwin, ich möchte dich um was bitten. Es ist doch heute das Volksfest in Hitzing, gell? Da möchte ich gern hin mit dir, ja? Was? Du auch? Auch? Wer denn leicht noch? Mein Traum. Schon wieder? Ja, aber es ist jetzt nicht unmöglich, da ich die ganze Nacht mit dem Minister durcharbeiten muss. Also, amüsier dich gut. Adieu, mein liebes Kind. Dieser Hallobre, da geht's zum Volksfest nach Hitzing. Aber mit wem? Das muss ich herausfinden. Oh, mein Riese in der Not. Gnädigste Frau Gräfin, ich bin entzückt, Sie hier zu treffen. Ah, mein lieber Fürst, was war denn das heute Morgen für ein Theater in der Villa? Die Dame, die war doch niemals ihre Frau, sondern die Geliebte von Baldwin, nicht wahr? Bemüht sie sich nicht. Ist es eigentlich wahr, dass der Baldwin mit Ihnen die ganze Nacht durcharbeiten muss? Nee. Ich arbeite nie. Ich bin Minister. Jetzt ist mir alles klar. Der geht mit seiner Geliebten zum Volksfest nach Hitzing. Das werden wir verhindern. Ja, wie lieben. Da passen Sie auf. Die Geliebte des Grafen ist hier beim Ball. Was ist Rutschelis Wort? Das muss ich bitten. Bitte keine Szene. Ich werde sie beseitigen. Nein, doch nicht. Ja, nicht so. Ich schnappe ihm die Geliebte einfach weg. Sieh du, ja. Wissen Sie, Gnädigste, man kann uns Deutschen ja so manches nachsagen. Wenn wir nichts haben, eines haben wir bestimmt. Was denn? Charme. Jetzt bitte ich mich zu pardonieren. Gehe schnappen. Schnappen wir mal schnell über. Seine Geliebte herumgekriegt, sie kommt.
gewaltig, gefährlich. Afrika dreht ein Kopf zu Oh, my God.
Gesellschaft verkünden. Herzlich willkommen zurück in Wien, Gräfin Zedlau. Sie lebe hoch! 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 Das ist nicht die Gräfin. Die Gräfin ist das. Ihr Wohl, mein Fürst. Ich bin blamiert, das muss ich leider ehrlich gestehen. Heute Abend, ziemlich noch mal. Ein Lied, ein Tanz. Tja! Die Widerstand, ihr hat ein Symbol, in allen Landen kennt man es wohl. Walter genannt, der Oh!
die sie von unten aufweckt. Thank you.
aber tun, tun ist nicht. Ich kann mich nicht erinnern.
da drinnen? Also, geh hinein und rede den Rat, er wird herauskommen. Es ist was sehr Wichtiges. Mit dem allergrößten Vergnügen, Herr Graf. Das wird teuer für den Herrn Grafen. Josef, was ist denn? Du schwörst höchst ungeliehen. Das ist der Feind, hört mit. Die gnädige de Marcel ist da. Was in der Laube? Mit wem? Mit mir. Sie hat es mir befohlen. Ich glaub, die gespannt was. Ja, wie sie hier eine Szene machen. Ein Drama in drei Akten führt dich, wie der Herr Graf nicht mit der Frau Gräfin da sieht. Oh Gott, oh Gott. Was? Am Ende schon das Probierbubbel? Und die ist gleich auf den ersten Ruf gekommen? Ist aber ein braves Leber. Leider etwas zu brav. Sie will, und will mir nicht warm werden. Da gehöre ich einheizen, Herr. Zuerst muss ich die Marcel loswerden. Kümmere du dich inzwischen um die Kleine da drinnen. Halt sie für mich warm. Aber bin ihn nicht anständig. Ganz wie der Herr Graf. Anständig, hab ich gesagt. Tja, in Österreich wird der Anstand nie zu kurz kommen. Ist es gestattet? Diese Laube ist besetzt. Alles dann, dreh ich näher. Was machst du da? Mein Probierbubbe probiert mit meinem Herrn Grafen auf meinen Brief hin, was sie nur mit mir zu probieren hat. Ich muss mich stärken. Ja, richtig. Das war ja deine Schrift. Also diese Schmirage ist mir gleich so bekannt vor, Puma. Stärke dich ein. Sag mal, wo bist du in die Schule gegangen? Ja, eh da. Rechtschreibung, dass er das sauber aus. So urteilst du über meine Bildung? Da verdrehst dich du mit meinem Herrn Grafen, du höchliche Klapperschlange! Du giftschwollenes Adachsel! Du fürchte Tigerkotz, du! Ich muss mich stärken! Was ist denn das für eine Benignität? Einfach so mir nix, dir nix in eine separatistische Laube einzuplatzen. Jetzt kommt das her. Steckst unter einer Decke mit deinem feinen Herrn. Ihr habt mir eine Falle stellen wollen, mir und meiner Tugendhaftigkeit. Wie die das Draht und wie mich das Draht. Ich muss mich stecken. Aber ich bin euch nicht eingefallen in alle Fallen. Nicht ein Bussel hab ich ihm erlaubt. Und du kommst daher und du machst was Zähne. Die Szene hat noch gar nicht angefangen. Was ist mit dir und mit mir? Lebe wohl auf ewig, der Josef geht und niemals kehrt er wieder. Ich war mal im Burgtheater. Da haben sie ein Trauerspiel gespielt. Kabane und Kalibe. Da hat der Spieler etwas sehr Passendes gesagt. Und das sag ich dir jetzt auch. Umgürtele dich mit dem ganzen Stolze von dir. Ich verachte dich, ich, ein wienerischer Jünkerling, o Weib, ich wollte, ich hätte dich nie geboren. So, verachtest du mich, du wienerischer Jünkerling, du denkst mir das, bloß da einer, schlierst mir meinen ganzen Shampoos weg und nutriert ohne End. Jetzt hör mal kurz zu. Auf ist's! Ich hab genug von dir! Du ärgerlicher Jüngerling! Du Depper, doch bist du schon Wahnsinn! Sie liebt mich! Ich spür's am ganzen Körper! Hinlegen! Wo ist denn
mein Lieber, mein altes, mein bitziges Hölzerl. Du musst ja da irgendwo sein. Ha! Das Gesicht kenn ich! Guten Morgen, Herr von Kager! Los, ey! Für jeden kriege ich nur einen Herzinfarkt. Na, was machen Sie denn da? Ja, such den Tourist. Wen? Ja, gerade was nur da ist, ist die von Erdboden verschwunden. Was? Mit Ihnen muss ich auch da drin. Ja, freilich! Es geschieht ein Unglück, wenn die weg ist. Das soll ich mir sicher nie wieder. Gott hat das mir zu einem nie dagewesenen Höhepunkt verholt. Wie schwierig sind meine Finger gerannt. Und sie hat gejuchert, meine Söhne, vom zarten Flüstern bis zum höchsten Tirinieren. Nur die legte kleine Spüle auf, ob alle Stücke. Was? Ja, ein Kollege, der hat gesungen, bitte leiden wir es nur für einen noch. Ja, der hat eine gehabt, aber die waren noch unberührt. Zu unflexibel hat er gemeint. Und wie ich dann zurückgekriegt habe, Scharnerhof, überall aufschludert. Es ist infiziert? Der Video, von oben bis unten. Logeriert ein bisschen streng. Weil das vergeht. Einfach ein wenig offen liegen lassen. Dann frisch ölen. Am Trink. Und schon ist wieder wieder leicht. Ja.
Gräfin, Ihr Mann betrügt uns. Von wem? Vom Burli.